Hallo zusammen, ihr wisst sicherlich, nach 10 Jahren müsst ihr Komponenten der Flüssiggasanlage beim Wohnmobil oder beim Wohnwagen austauschen. Das ist zum einen der Gasregler und das ist auch der Gasschlauch. Und bei so sicherheitsrelevanten Bauteilen, da macht man relativ ungern einen Herstellerwechsel. Wir zeigen euch heute aber mal anhand des Beispiels des Wechsels einer Truma Duo Control CS hin zu einer Karamatic Drive 2 von GOG, dass so ein Herstellerwechsel relativ leicht und relativ zügig auch geht und auch sogar noch sehr große Vorteile hat. Wir tauschen eine komplette Zweiflaschenanlage, die besteht aus einmal der Gasdruckregelanlage Karamatic Drive 2 von GOG und den beiden Gasschlauchleitungen. Das Ganze machen wir natürlich nicht selbst, sondern da haben wir uns Hilfe geholt von der Fachwerkstatt. Servus. Wir schauen uns zunächst mal die Demontage der Anlage an. Eine kleine Info noch, die Gasfilter, die unterliegen keiner Austauschfrist, aber es macht natürlich Sinn, dass ihr die grundsätzlich mal durchcheckt, ob die verschmutzt sind, ob die verölt sind, schaut sie euch einfach mal an. An der Stelle vielleicht noch der Hinweis, dass man Mutter und Schneidring müsst ihr nicht extra wieder abziehen, sondern die könnt ihr auch weiterhin verwenden, auch bei der neuen Anlage. Also die müssen nicht mitgetauscht werden. An der Stelle seht ihr jetzt auch schon den größten Vorteil beim Tausch von der Truma Duo Control CS zur Karamatic Drive 2 von GOG. Die Einbaumaße sind identisch, das heißt, ihr könnt auch wirklich einen 1:1 Tausch vornehmen. Das geht sehr, sehr zügig, sehr, sehr schnell und spart natürlich sowohl für die Fachwerkstatt als auch für euch, spart es Zeit und Geld. Karamatic Drive 2 ist schon eingebaut, jetzt widmet sich der Monteur den Schlauchleitungen. An der Stelle sei auch noch erwähnt, hier ist zwar keine installiert, aber wenn ihr eine Reglerheizung ISX und oder eine Fernanzeige installiert habt, dann ist es möglich, die weiter zu betreiben, wenn ihr auf die Karamatic Drive 2 von GOG wechselt. So schaut nun die fertig installierte Anlage aus mit der Karamatic Drive 2 und den beiden Gasschläuchen. Ihr habt gesehen, wie schnell und wie zügig, wie einfach das ging. Am Ende noch einen Hinweis, die Gasprüfung nach G607 ist auf jeden Fall Pflicht. Und da schauen wir jetzt noch mal kurz rein, wie der Fachmonteur das macht. Ansonsten sagen wir vielen Dank für die Aufmerksamkeit, würden uns freuen, wenn ihr ein Like oder ein Abo dalasst und bis zum nächsten Mal.